Okay, ich gehe jetzt mal einkaufen. Wo hast du die Waffe hin? Waffe? Ja, mein Vater hat mir gestern eine Waffe zum Geburtstag geschenkt. Wo war die während dem Geburtstagssex? Vielleicht wäre ich dann gekommen. Im Gegensatz zu dir können Waffen schießen. Diese Ehe hat keine Waffe nötig. Jedenfalls habe ich die Waffe an einem sicheren Ort versteckt, bis ich weiß, wie ich sie loswerde. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Hat sie gut gemacht. Waffen sind ein Riesenproblem. Vor allem, wenn sie in die Hände von... Sie war in der Kiste mit den Adoptionspapieren von Chris. Oh! Du hast nichts gehört. Meg, du siehst heute besonders hübsch aus. Danke, Mom. Sie wird dich um irgendwas bitten. Sag mal, ich habe mich gerade gefragt, könntest du heute mit Stewie auf eine Geburtstagsfeier gehen? Der Junge, der feiert, ist frühreif. Er sieht aus wie eine 30 cm große Jodie Foster. Wieso gehst du nicht mit ihm, Mom? Ich ertrag nicht noch eine Geburtstagsfeier mit diesen drei spöttischen Sitcom-Moms. Oh, hallo, Lois. Oh, ich liebe es einfach, was du immer für bequeme Klamotten anhast. Finde ich auch. Ist das ein Pyjama? Ich bin die Schwarze für unrealistische Diversität. Los, Stewie! Ist das nicht aufregend? Ja, aber ich mag's nicht, dass der kleine Kyle Kaepernick während der Nationalhymne kniet. Buh! Steh wieder auf! Buh, runter davon! Okay, ich muss mich konzentrieren. Wofür brauchst du die? Power-Songs für meine Konzentration. Das ist derselbe Song, den Ryan Lochte vor einem Wettkampf hört. Stewie, das nimmst du viel zu ernst. Das ist ein bedeutungsloser Event, wie eine Bar Mitzwa. Heute bist du ein Mann. Toll, darf ich Auto fahren? Nein. Darf ich wählen? Nein. Darf ich trinken? Nein. Darf ich Sex haben? Nein. Darf ich die Schecks einlösen? Ja! Mitzwa, have a bar Mitzwa. Collect the checks and feel up a girl taller than you. Hey! Du meine Güte. Na klar, jetzt verstehe ich so manches. Mein Baby ist so eine Art diabolisches Genie, das die Weltherrschaft erringen möchte. Bravo, Lois. Das letzte Pferd hat damit die Ziellinie überschritten. Stewie, all die Monate hätte ich darauf aufpassen sollen, was du sagst. Du bist ein böses Kind. Wieso? Wieso habe ich auch Pott geraucht, als ich mit dir schwanger war? Kopf hoch, Mutter. Du darfst stolz sein. Du hast den zukünftigen Herrscher der Welt geboren. Ein Jammer, dass du das nicht mehr erleben wirst. Cheerio. Lois! Was ist los mit dir? Ich hatte einen merkwürdigen Traum. Es ging um Stewie und Cheerios. Ein Glück, es ist vorbei. Jetzt heißt es aufstehen. Wir gehen zum Eröffnungsspiel der Sox. Hey, Chris, Meg, wir fahren nach Fenway. Peter, die Kinder können nicht wegen eines Baseballspiels die Schule schwänzen. Ach, in der Schule lernen die auch nicht mehr, als was sie auf der Straße lernen. Es ist 3 Uhr. Verdammt, wo bleibt Louis? Wieso fragst du mich? Louis ist um 14:45 aus dem Haus und muss eine Entfernung von 6,2 Meilen überwinden bei einer Geschwindigkeit von 5 Meilen pro Stunde. Um wie viel Uhr ist Louis dann hier? Hängt davon ab, ob er noch eine Nutte besucht. Und sowas nennt man eine Variable. Mom, Dad, ich wünsche mir dieses Jahr eine große Party mit all meinen Freunden. Und vielleicht mit einer Band? Ist das okay? Ja, sicher. Ja, das, sicher. Wieso nicht? Sicher. Oh, danke, ihr seid echt die Besten. Wovon redet die? Warum will die eine Party machen? Keine Ahnung. Kriegt sie ihre Tage oder sowas oder heiratet sie? Nein, wenn sie heiraten würde, hätten wir hier irgendwann mal einen Kerl gesehen. Klingt plausibel. Hey Leute, hallo, Mac hat nächste Woche Geburtstag. Oh mein Gott, natürlich. Wir müssen eine Party auf die Beine stellen. Oh Mann, ich hasse Kindergeburtstage. Das wird noch schlimmer als damals, als ich beim Check-in am Flughafen hinter Robert Loja stand. Wie lautet Ihr Name bitte? Robert Loja. Würden Sie das bitte buchstabieren? Ja, sehr gern. Also Robert Loja. R wie Robert Loja. O wie, oh mein Gott, das ist Robert Loja. B wie, begrüßen Sie Robert Loja. E wie, ein Wunder dieser Robert Loja. R wie Robert Loja. T wie, Tim, sieh mal, da drüben ist Robert Loja. Neues Wort. L wie, lasst ihn hochleben, unseren Robert Loja. Hast du alles vorbereitet? Sobald Chris nach vorn geht, wird mein Freund der Videofreak die Sache in die Hand nehmen. Okay, Mick, wir haben folgende Abmachung. Ich werde das für dich machen und dafür erlaubst du mir, heute Abend an dich zu denken, wenn ich in der Badewanne sitze. Gut, Neil. Super. Vielleicht nehme ich heute mal die linke Hand. Ein Fremder in der Wanne. Bevor wir anfangen, möchte Chris Griffin den angesagten Kids etwas mitteilen. Hi Leute, ich wollte nur sagen, der Club der angesagten Typen trifft sich heute Nachmittag um 3:30 und wir lehnen uns wieder lässig an Tim Bregners SUV. Findest du mich scharf? Ich find mich scharf.
und wird's mir hart besorgen. Hey, was ist das? Hast du dich irgendwo reingesetzt? Hey, ja, Mahata, Hota, Samala, Alamaya. Chris Griffin ist ein Freak! Was für ein Loser! Okay, ich bin schwul. Oh, ich bitte euch, ich bin's doch, Griffin! Es steht dir nicht mehr zu, so zu reden! Conny, die Person, die sie gedemütigt hat, wurde eben selbst gedemütigt. Und nach den Highschool-Vorschriften sind sie jetzt wieder angesagt. Du hast es geschafft, Conny. Danke für deine Hilfe. Jetzt bleiben wir wohl keine Freundinnen mehr, oder? Absolut nicht. Darf ich wenigstens nachher in der Badewanne an dich denken? Nein. Ich mach's trotzdem.